Ja, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video bei eBike TV. Und in diesem Video geht es um eine Neuerung, die die E-Riders diese Woche halt präsentieren. Und um was es da geht und was unser Gesprächspartner dazu zu sagen hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran und macht euch ganz gerne ein Abo, dass ihr immer wisst, was es so Neues gibt in der eBike TV Welt. Ja, ich bin Matthias Faber von eBike TV und der junge Mann zu meiner Rechten, der stellt sich aber ganz kurz vor und erzählt dann auch oder erklärt auch ganz genau, um welche Neuerung, welche Dienstleistung es für den E-Bike-Kunden geht. Ja, danke Matthias, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier bei eBike TV mit meinen E-Rides aufzutreten. Ich heiße natürlich auch Matthias, bin ja genau dein Zwilling. Ja, an dieser Dienstleistung, die wir jetzt von den E-Riders halt ganz neu sozusagen auf den Markt geschickt haben, geht es eigentlich darum, dass wenn du als Endkunde dir ein neues Fahrrad, ein neues E-Bike suchst und in der Recherche im Internet einfach entweder nicht fündig wirst oder nicht genau weißt, passt das jetzt zu mir, du dich praktisch überfordert fühlst, und erschlagen von diesen Mengen an Informationen, von den unterschiedlichen Namen, von den Antrieben, Mittelmotor, Heckmotor, Frontmotor, Schaltungsvarianten, Scheibenbremse, ja, nein, Tiefeinsteiger, Rahmenform, Einsatzgebiet, dann bieten wir halt dir eine Beratungsdienstleistung an. Und dabei kannst du sozusagen deinen Bedarf formulieren und wir suchen praktisch im Netz bzw. überall nach einem passenden oder nach mehreren passenden Fahrrädern zu dir, die wir dann vorschlagen. Ja, das ist natürlich eine ziemlich starke Dienstleistung, aber zu Recht muss ich natürlich sagen, jeder normale Fahrradhändler macht natürlich auch diese Dienstleistung. Was ist sozusagen das Besondere an deiner Dienstleistung und was hebt dich halt von den Mitbewerbern oder von den Herstellern halt hervor? Du hast natürlich recht und die Kritik ist natürlich auch berechtigt. Aber dazu muss ich natürlich sagen, wenn du beim Händler anrufst, dann hat der natürlich, dann will der dir als allererstes ein Fahrrad verkaufen. Das ist ja auch total legitim, das soll er ja auch tun. Aber was wir machen, wir sind halt unabhängig. Wir gehören zu keinem Händler, zu keiner Partei, zu keinem Einkaufsverband und zu keinem Hersteller. Und deshalb können wir natürlich eine unabhängige Beratung machen, die du vielleicht beim Händler in einer Form natürlich auch kriegst. Aber wir können natürlich aus dem Portofil der ganzen Fahrräder einfach schöpfen, um dein Rad zu finden, um natürlich nachher auch einen Partner zu finden, wo du es kaufen kannst, um mit dem Ziel dein Traumbike zu finden. Unser Motto ist halt, wir wollen dir nichts verkaufen, sondern wir wollen dich beraten, um mit dir das beste E-Bike auf dem Markt für dich zu finden. Ja, hast du natürlich vollkommen recht. Ne? So, wenn man das aus diesem Gesichtspunkt sieht, dann ist das natürlich ja, eine ganz besondere Dienstleistung, die es, ich finde, so auf jeden Fall am Markt überhaupt noch nicht gibt. Jetzt ist es natürlich so, du lebst nicht nur von Luft und Liebe, sondern du brauchst natürlich auch eine Vergütung. Was kostet es denn? Natürlich nicht von Luft und Liebe leben können. Es kostet halt 45 Euro. Aber in den 45 Euro ist eigentlich ein Riesenpaket inbegriffen. Und das System funktioniert so, dass ihr bei uns einen Termin bucht. Dann schicken wir euch einen anonymisierten Fragebogen, den ihr ausfüllt, den schickt ihr uns zurück. Dann beschäftigen wir uns mit genau eurem Budget, eurem Wunschbike, füllen halt sozusagen oder machen sozusagen einen Gegenfragebogen. Und dann kommt eigentlich sozusagen der Hauptkern des Beratungstermins, dass wir einen Termin vereinbaren, wo wir entweder ein Online-Meeting oder einen Telefoncall machen. Und wir dir dann verschiedene Bikes halt vorschlagen zu dem, was dir genau passt. Und du hast dann natürlich auch nochmal im Nachgang nochmal die Möglichkeit, per Mail halt ein oder zwei Fragen zu stellen, wenn du halt natürlich dein Traumrad gefunden hast. Ja, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ja, ihr seht, das ist eine tolle Dienstleistung, die natürlich jeder, der sich noch unsicher ist, einfach in Anspruch nehmen kann. Und im Verhältnis zu so einem E-Bike, was vielleicht zwischen 2 und 6, 7, 8, 10.000 Euro kostet, ist natürlich die Dienstleistung echt gering und die Erfahrung auf Seiten der E-Rider, das ist wirklich hoch. Ja, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr Interesse habt, bucht dieses besondere Tool bei den E-Riders. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich auf der Homepage von www.eriders.com und da lasst dich beraten. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das nächste Video, wo es dann auf jeden Fall wieder um Bikes geht.